Lästereien im Netz nach ESC-Vorentscheid. Sie haben gewonnen. Das Dance-Trio Cascada fährt für Deutschland nach Malmö in Schweden, um dort beim Eurovision Song Contest am 18. Mai zu singen. Die Marschmusik von den bayerischen Jungs von La Brass Banda ist auf dem 2. Platz gelandet. 12 Bands waren insgesamt am Start. Bei Twitter ist der ESC heute das Top-Thema in den Trending Topics. Und hier wird fleißig gelästert, weil vielen Usern das Lied von Cascada nicht gefällt. Ihnen ist der Song dem Siegerlied von Loreen aus dem Vorjahr zu ähnlich. Ist euch gestern eigentlich aufgefallen, dass sich Loreen die Haare blond gefärbt hat und ganz schön dick geworden ist? Dieser Track ist ein Abklatsch von Euphoria, wieder ein billiges Cover à la Million Voices von Scooter. Die Entscheidung haben zu je einem Drittel eine Jury mit 5 Prominenten, die Fernsehzuschauer und die Hörer der Radiosender der ARD getroffen. Zuschauer und Jury haben Cascada vorne gesehen. Bei den Radiosendern waren sie der Hit des Abends. Auch bei 1Live, wo Simon Beek arbeitet. Die entscheiden natürlich auch ganz anders als so eine Jury. Und nicht umsonst geben die La Brass Banda 12 Punkte und die Jury gibt den einen Punkt. Das ist einfach eine andere Welt. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass gerade so Acts wie Cascada, die 1,7 Millionen Facebook-Freunde hat, oder zum Beispiel La Brass Banda, die knapp 90.000 haben, natürlich auch in der letzten Woche unglaublich viel im Netz mobilisiert haben und aufgerufen haben. Und das ja sogar noch während des Votings getan haben. Echte und falsche Meteoriten. Seit der Explosion am russischen Himmel laufen bei YouTube im Minutentakt die Filme ein. Diese Bilder sind offenbar echt. Das hier aber? Wohl nur ein schlechter Scherz. Dieses Video lief auch im russischen Fernsehen. Es zeigt angeblich den Krater nach dem Meteoriteneinschlag. Dabei haben die russischen Behörden klargestellt, dass der Meteorit in der Luft explodiert ist. Die YouTube-Nutzer sind schlauer und haben das Video enttarnt. Der ursprüngliche Film wurde schon vor 5 Jahren bei YouTube hochgeladen und hat inzwischen mehr als 1,7 Millionen Klicks. Der alte Titel: Flammende Krater in Darwasar, Turkmenistan. Viele Videos zeigen den Einschlag aus einem fahrenden Auto. Hier inklusive Fahrerreaktion dank fest installierter Kameras. Sie sind in Russland üblich, eigentlich um Beweismaterial nach einem Unfall zu haben und nicht um Meteoriten zu filmen. Moshpits als Lebensretter. Schubsen, schieben, rempeln. Wenn man diese Aufnahmen von tanzenden Heavy-Metal-Fans sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass dieses Chaos einer Ordnung folgt und mehr noch, sogar Leben retten kann. Kann es aber, meint zumindest der US-Student Jesse Silverberg, und er hat sogar Beweise dafür. Die Schwarmbewegung von Moschern bei Heavy-Metal-Konzerten heißt die Studie, in der er und ein Kommilitone anhand von YouTube-Clips die Bewegung in sogenannten Moshpits untersucht haben. Dabei haben sie festgestellt, dass sich tanzende Fans wie Gasmoleküle verhalten. Wie in dieser Simulation dargestellt, bewegen sich Tänzer und Moleküle so lange frei, bis sie sich berühren. Dann ändern sie die Richtung. Nach Ansicht der Studenten hilft diese Erkenntnis, das menschliche Verhalten bei einer Massenpanik besser zu verstehen. Fluchtwege könnten dann so geplant werden, dass möglichst wenig Menschen im Katastrophenfall zu Schaden kommen. Auf die Idee für die Studie ist Jesse Silverberg übrigens auf einem Heavy-Metal-Konzert gekommen. Wer hätte gedacht, dass diese mathematische Formel in Wirklichkeit so aussieht?